Los, anlegen. Los geht's. Bei der ich bin noch Folge. Nicht so, ich bin überhaupt noch nicht so weit, meiner. Ist egal, ich finde das auch gelungen. Wir haben ja keine Zeit, Blumi hat Stress gemacht. So, ich bin jetzt endlich bereit. Juhu! User in your channel started in der letzten Folge. Haben wir einen Mentor bekommen. Mentor? Das ist ja ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem... Was? Na, mit nur vom... Also anders, als ihr den Alt gemacht habt, hätte ich euch den Text geben müssen, weil es einfacher ist, gemeinsam zu sprechen, wenn man wenigstens den Text vor sich hat. Yep, das wäre... Ich habe die Befürchtung, dass es so anstrengend war für euch, das irgendwie hinzukriegen, dass ihr überhaupt nicht wisst, was ihr eigentlich geschworen habt. Finde ich zwar okay. Das ist allerdings richtig. Wir haben geschworen, ihn nicht zu diskreditieren und für ein Jahr und einen Tag und dafür weiß er, und wir wissen immer, wo er zu finden ist. Und er muss uns irgendwie beschützen und er erleidet unsere Schmerzen mit. Also ich sag mal so, der genaue Wortlaut, weil ich auch glaube, für einen Zuhörer ist nicht so gut gewesen. Der Traum gab mir mein Leben, ihm schulde ich alles, ihr seid der Amboss, auf dem ich mein Glück schmiede, euch schulde ich Respekt und Dankbarkeit. So wie sich der grüne Spross nach der Sonne richtet, so richte ich mich nach euch. Und dann kam erst der ganze andere Scheiß. Ah, das heißt, wir müssen auch noch auf ihn hören. Offensichtlich. Ja, also ich meine so ein bisschen vielleicht. Ja, eigentlich hieß es nur, ihr sollt euch nach ihm richten und ein bisschen dankbar sein. Das ist ja nicht das Gleiche. Doch. Ja, es kann sein. Hauptsache, ich habe wieder irgendwas mit Sommer untergebracht. Das war mir eigentlich am wichtigsten im ganzen Ding. Gut, ja, ihr habt einen Mentor bekommen, dann habt ihr eure Viecher abgeholt und euren Scheiß aus den Hallen des endlosen Gerümpels. Dann haben wir uns bei der Nöckerrohrpost angemeldet. Und Deli musste bezahlen und ich nicht. Hä? Ja, das ist quasi Diskriminierung. Nee. Doch. Die waren nur sackig auf dich. Ist mir egal. Und ansonsten, ich glaube, das war's. So viel mehr haben wir gar nicht gemacht. Wir waren halt noch kurz beim Troll und dann haben wir noch ein bisschen uns unterhalten. Das war aber, glaube ich, bevor wir zur Röckernohrpost, genau, zur Nöckerrohrpost sind. Und es war viel Erklärbärstunde. Es ist genau, jetzt nur noch Erklärbärstunde. Viele Sachen müssen wir ja auch noch wissen. Das stimmt. Alter Leute, ich bin so unvorbereitet, ihr glaubt das gar nicht. Ach, dir fällt schon was ein, dir fällt immer was ein. Dir fällt immer was ein. Du hast doch hier, brauchen jetzt irgendwelche Schrotgnome und dann machen wir da irgendwas. Okay, viel Spaß und bleibt geil. Auf zu neuen Schrufern! So ist es. Also, ihr habt... Eigentlich im Wesentlichen hatten wir aufgehört direkt vor dem Puppentheater, ne? Ja, vor dem Puppentheater. Nachdem ich dann auch die Rohrpost gekriegt habe. Der Troll wird sich dann erstmal kurz, da gibt es eine riesen Treppe, die zum Löwengebäude führt, und ihr seid ja quasi direkt gegenüber, erstmal da drauf niederlassen, sich die Knie reiben, ein bisschen stöhnen. So. Wollen wir was trinken gehen? Klar. Warum nicht? Aus einem Mülleimer heraus fliegt ihm eine Nöckerrohrpost direkt gegen den Schädel. Er hebt sie auf, liest sie. Dauert ein bisschen und kommen gerade zwei Studenten offenbar mit einem Eis schleckend um die Ecke. Ist es überhaupt noch Eiszeit? Ja, es geht noch. Und sie guckt fassungslos auf den Mülleimer und den Troll, reibt sich das eine Auge und
Als sie näher kommen, hört ihr dann ihren Begleiter. Guck mal nicht so hin, Alter. Das ist ein bisschen peinlich. Hast du nicht gesehen, wie der... bitte, komm. Ich will mich ja nicht schon wieder völlig erklären. Komm, wir gehen mal hier lang. Und, erstaunt macht sie den Mund auf und glotzt nochmal in die Richtung ihres Begleiters, der aber tatsächlich auch ein bisschen beschämt offenbar ist. Ihretwegen. Also, wie immer halt. Und ihr seht, wie in ihren Augen etwas bricht und sie dann auch begreifend, verständnisvoll nickt, keinen Blick mehr für die Schriftrolle in den Händen des Trolls hat oder für eure Viecher neben euch. Und ihr spürt eine Welle aus nichts, ganz leicht aus ihrer Richtung auf euch zurollen und euch ein wenig der Farbe nehmen. Die Schriftrolle in den Händen des Trolls zerfällt. Hä? Was? Oh, scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich zeige euch, wo es was zu trinken gibt. Ich müsste dann noch mal ein halbes Stündchen weg. Ich kann aber schon mal Barnaby und Jünter an hier in den Park an der Saale bringen, wenn ihr wollt. Das liegt quasi auf dem Weg. Ja, ich denke, das wäre nett von dir. Ja, na klar. Und ihr wolltet ja was wissen über die Kiffs. Und dort, wo man was trinken kann, da treiben sich immer ein paar Leute rum. Und quatsch erstmal mit denen. Handelt am besten nicht gleich irgendwas aus. Und dann können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, wenn ihr wollt. Okay. Dankeschön. Sie schaut immer noch dieser Frau nach. Verdammte Knie. Okay. Alte Kriegswunde? Nee, ich bin alt. Kriegswunden eher im Oberkörperbereich. Gut. Macht euch nicht so viel Gedanken wegen dem Mädchen gerade. Die wird, die ist noch nicht verloren. Da jetzt immer wieder Zeiten, wo sie die Augen aufmacht. Aber wie ihr gesehen habt, müsste ich auch mal wieder besser aufpassen. Ich bin einfach viel zu wenig draußen unterwegs. Ich meine natürlich, das war von mir geplant. Ich wollte euch ein schlechtes Beispiel zeigen. So macht das am besten nicht. Wenn man ein Handy hat, dann kann man immer so eine Schriftrolle drunter legen oder so da drauflegen. Dann fragt keiner mehr nach. Gut. Also los, hier vor. Ihr könnt schon mal Schuhe und Socken ausziehen. Alle. Alle? Na, alle vier. Ach nee, du nicht. Du alle beiden. Meinst du die Bar da vorne? Ja. Die meine ich. Ist ja in der Nähe. Das ist ja quasi in 2 Minuten Entfernung. Und dann kann ich euch wieder abholen. Dann können wir noch irgendwas machen, denke ich. Und warum die Schuhe ausziehen? Na, guck dir meinen Straßennamen an. Wie grinst. Mensch, das ist ja Barfüßerstraße. Ihr wirst nur in die Bar reingehen, wenn du nicht barfuß bist. Erschreckenderweise ergibt das sogar Sinn. Ne? Mal eine ganz blöde Frage. Wie bezahlt man eigentlich? Ganz normal? Oder gibt's eine Extrawährung außer... Naja, wir haben eigentlich 2,5 Währungen. Du bezahlst manchmal mit tatsächlichem Menschengeld. Einfach weil ja viele Leute immer noch Geld brauchen. So, Wohnungen und all der ganze andere Schrott. Manchmal bezahlst du unser Cash
oder in anderen Grafschaften natürlich mit einer anderen Währung. Aber das ist dann schon für größere, lange Dienstleistungen und sowas. Also für die wirklich wichtigen Sachen. Naja. Für ein Bierchen bezahlst du da nicht mit Glamour. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du irgendwelche anderen Handel machst, verschenk nicht gleich deine Freudentränen oder vermiete sie auch nicht. Man denkt immer, man braucht das nicht. Am Ende tritt sich voll gut in den Arsch. Freudentränen? Hast du noch nie Freudentränen gehabt? Nee, es klang halt so, als wenn das was super Besonderes wäre. Stell dir mal vor, du freust dich so sehr, dass du heulen musst und kannst einfach nicht. Das macht dich direkt traurig. Oh. Und wie bezahlt man in so einer Bar? Mit ganz normalem Geld? Das kommt immer drauf an, wer da gerade Barkeeper ist. Das ist eine Gemeinschaftsbar. Die Satyon, der da gerade Bock hat, der macht gerade die Bar. Dann bezahlst mit Geld höchstens. Okay. Oder mit einem Tänzchen, was halt gerade so ist. Nichts, was irgendwie, also, die wir sind schon, das sind nicht zu viel verlangen. Wäre für ein Bierchen auch übertrieben. Das stimmt. Also, bei Satyrbräu immer vorsichtig sein. Vorsichtshalber, wenn er denkt, das könnte ein Satyr gebraut haben, dann sagst du immer, wenn du es trinkst, zum Wohle des Brauers. Deswegen hat Roland das immer gesagt. Ja, ich glaube, manche von denen sind da ein bisschen paranoid. Wenn du was im Supermarkt kaufst, musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Warum, was passiert, wenn man es nicht tut? Beleidigst du den Brauer? Das ist nicht immer gut. Das wäre wirklich nicht so schön. Deswegen sagen zum Teil, früher war das so gang und gäbe, dass sich's eingebürgert hat im englischen Raum. War das damals irgendwie Free Cheers to the Brewer? Und heute sagt man ja auch noch manchmal Cheers. Wir haben das bloß vergessen, warum. Aber besser ist das. Wie sagt man Prost? Ein Prosit auf den Brauer? Oder woher kommt das? Ja, Hauptsache du, keine Ahnung. Aber Hauptsache irgendwas sagst du in der Richtung, dass du an den denkst. Ich meine, du hast ja schon mal Arsch im Mund. Wer weiß, was da passiert. Das heißt, man kann da nie auf irgendwen anders anstoßen als auf den Brauer. So, du kannst auch zusätzlich auf anstoßen. Also, na gut. Das geht schon. Das geht schon. Ihr geht dann die Barfüßerstraße lang und die Bar faltet sich wieder zwischen der Podologie und was ist das andere? Irgendeinem anderen Gebäude auf. Heute steht da nicht Barfüßerstraße, sondern heute steht da zum Huflattich. Aber ansonsten ist noch alles wie so wie beim letzten Mal. So, macht euch da mal rein. Ruht euch mal ein bisschen aus. Ich nehme Barnaby und Jünter. Und ich beheile mich. Ich bin dann bald wieder da. Wenn es irgendwie länger dauert, als ich dachte, dann kriege ich ja nochmal Bescheid. Jo. Hier verabschiede mich von Jünter, sagt ihm, dass er da mitgehen soll und brav sein soll. Sophie klopft Barnaby nur auf die Hinterflanke, damit ist alles gesagt. Vermutlich. Jünter wird dann auch den Kopf schieflegen und dich fragend anglotzen, weil du sagst, brav sein, aber er wird vermutlich nur in einem Otter normierten Umfang unbrav sein. Eben. Das geht schon. Dann öffnet Sophie die Tür und geht rein. Steht noch derselbe Dude mit dem etwas dunkleren, mit dem sehr viel dunkleren Haar hinter der Theke. In seiner schnieken Lederweste. Und poliert gerade Gläser. Der strickt nicht, oder was? Das kann nicht jeder stricken. Es sollte, aber es kann nicht. immer reinspaziert, hinsetzen und was wollen wir denn trinken? Bier? Sie schaut Deli an. Bier?
Bier klingt gut. David. Eine spezielle Sorte oder eine Fassbrause aus dem Haus? Wenn es das Hausbier ist, soll es gut sein, habe ich gehört. Nee, keine Ahnung, wer das gemacht hat. Also ist eine ziemliche... Hast du schon mal Lotto gespielt? Nee, das ist ein Scheißbeispiel. Nee, das ist nicht gut. Das ist halt eine Wundertüte, ist das eine Wundertüte. Was habt ihr für Biersorten da? Na, alles. Also alles, was du im Umkreis immer kriegst. Was du im Umkreis kriegst? Nee, wir haben das, was im Umkreis, also hier im geografischen Umkreis, wir haben hier Bitterfelder und wir haben hier, ne? Warum habe ich denn das überhaupt erwähnt? Das ist auch egal. Köthner, aber wir haben natürlich auch Krostitzer, also Urkrostitzer. Das klingt doch vernünftig. Aber wir haben auch die ganzen anderen Schmarrn, außer natürlich Becks. Das ist auch kein Bier, sondern eine Strafe. So ist es. Es ist nur gut, um Weiber abzufüllen. Sophie schüttelt den Kopf und schämt sich gerade ein bisschen für ihr Geschlecht. Und in der Bar machen wir es uns nicht so einfach und füllen so Weiber ab. Wenn wir das sehen, dann scheppert's, aber hier wird sich noch angestrengt. Hier gibt's ja auch kein Becks. Das stimmt. Aber wir haben hinten raus ein kleines Gärtchen, da kann man einen Blumenstrauß schicken und wir haben Knieschoner für einen Kniefall, falls jemand ein bisschen Aua hat oder sowas. Alles da. Oha. Wir haben auch ein paar Instrumente, falls du da ein Liedchen anstimmen willst und so weiter. Greift unter die Theke, gibt dir erstmal einen Krosti. Oder so, ich nehme die Wundertüte. Okay. Geh zu einem Fass. Zapft da schön was ab. Es scheint sehr schaumig zu sein schon mal. Schmeckt gut. Also die Krone wird dann auch über das Glas deutlich hinaus sich stülpen. Oh, ich kann das übrigens. Bitte. Dankeschön. Was treibt euch Schnuggelchen hierher? Naja, die Neugierde. Genau, und beziehungsweise halt mal so ein Yay, aufgenommen und haben was so fein. Ist doch schön. Scheiße. Habt ihr keine Freunde? Wir waren ja gerade erst da, man kann ja immer verreisen. Ach so, war das gerade eben, ja? Eben. Soll ich noch irgendwie hier einladen zu einer großen Feier oder was? Ihr hattet eigentlich gestern Abend erst, oder? Ja. Das ist ja dann schon fast 12 Stunden, ist ja schon über 12 Stunden her. Also soll ich. Mich würde es jetzt nicht stören. Mehr Leute sind immer nett, aber im kleinen Kreis kann man auch befeiern. Na, ich warte mal noch. Am Ende kommen dann nur irgendwelche Typen, die dann wieder der Barzot schrümmern wollen oder so. Ach, kommt das hier öfter vor? Nee, das weiß ich halt. Also, pass auf, wenn du hier eine Feier machst, dann kommen automatisch auch ein paar Menschen rein. So. Nicht mal zwingend Träumer, sondern Sterbliche. Und je nachdem, wie der Typ drauf ist, der die Feier ausrichtet, also es bin ja in dem Fall nicht ich, sondern ihr, so, die Leute kommen dann auch. Und ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid. Gefährlichen Einzelmännchen, am Ende bohnen die mir jede Ecke. Das kann keiner wollen. Wir haben lange gebraucht, bis wir genau den Grad an Abgeranztheit irgendwie erschaffen hatten. Verstehe. Wir mussten echt viel rauchen, um dann genau die Aschenbecher halt so ein bisschen an Eckchen auszukippen und so. Und dann haben wir extra mit einem Besen das nochmal quasi, also die in die Dielen reingefegt. Das ja, gehört genau. Sich auch so. Auch die Texturen dann an manchen Ecken nachempfunden. Wir haben uns viel Mühe gemacht. Es ist ein Gesamtkunstwerk, wollte ich mal sagen. Ja, Kunst, ja, auch klar. Sie schaut David an, komm nicht auf die Idee, hier sauber zu machen. Nee, ich kann Kunst akzeptieren, so wie sie ist. Das merke ich mir. Hm. Ich mache ja auch deine Bilder nicht weg. Wer ist denn jetzt eigentlich euer Mentor? Oh Gott, scheiße, Oti, wie hieß denn der nochmal? Ich muss auch gerade gucken. Aha!
Ich hab's mir aufgeschrieben. Hast du? Ah. Habe ich bestimmt. Warte, Thorald. Wirklich? Thorald, Kommandant der Wache, genau. Wirklich? Ist das so unglaublich? Keine Ahnung, ist ja nicht langsam ein bisschen alt dafür? Und seid ihr nicht ein bisschen zu unwichtig für solche Mädchen? Ja, aber... Ach nee, stimmt, ihr habt ja, seid ja beide hier. Na gut, okay, kann man machen. Ich meine... Achso, Ich würde sagen, dann sollten wir mal anstoßen, ne? Bitte? Sollten wir mal anstoßen. Also er macht das, ich habe gerade keinen Bock zu saufen. Okay. Ich stoße dann, ne, zu Sophie an. Auf den Brauer dieses köstlichen Bieres. Sie nickt. David, das ist, Ja, ich hab noch nicht getrunken, weil ich stock nämlich gerade aus selber davor. So, fuck, ich muss erstmal trinken. Oh, Deswegen habe ich nicht die Hausmarke genommen. Ist das jetzt erlaubt, dass ich trinken darf? Ich weiß es nicht, ich stocke halt so vor mir. Und dann, Du könntest es probieren. Ich trink dann einfach mal gucken, was passiert. Es ist ja eine Bar, also erwirbst du das Getränk ja quasi. Ja, ja, das ist eine Absichtserklärung des Kaufens, deswegen ist es okay. Okay. Habe ich gerade, ja. Wenn du es nachher nicht bezahlst, dann wird es in deinem Magen zu Asche. Das wird lustig. Nee, aber es ist ein süffig-würziges Bier mit einer sehr starken Karamellnote, was mit jedem Schluck im Mund nochmal auf das doppelte Volumen anschäumt. Also ich sag mal, da kriegst du was für dein Geld auch, also pro Glas. Oh. Und auf jeden Fall kriegt man auch einen vollen Magen und der muss man wahrscheinlich ganz schön viel röpsen. Das könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn man weiß, ich meine, man nimmt ja erstmal immer so einen Probierschluck, das ist gut. Denn ich glaube, wenn du da sehr großen Schluck nimmst, dann hast du die Hälfte einfach direkt zur Nase wieder raus. Sehr schön. Ja, Probierschluck ist ja immer drin. Das heißt, dann hast du aber auch die doppelte Menge Alkohol direkt. Ja. Ja, du, ne? Also, es ist ungewöhnlich zu trinken, aber kaum. Echt jetzt? Mhm. Er greift nach deinem Krug, wo er das war, schüttet sich da mal einen ordentlichen Schluck rein. Und tatsächlich kommt viel zur Nase raus. Nee, das ist echt ganz geil so. Nee, aber das ist ganz lecker. Muss man nachfragen, wer das gemacht hat. Er schreibt jetzt erstmal ans Fass: trinkbar, voluminös, karamellig. Sehr schön. Wenn du rausgefunden hast, wer es war, kannst du mein Lob ausrichten. Das vergesse ich auf jeden Fall, aber ich kann mal so tun, als würde ich das machen, okay? Ja. Top. Schreib's einfach mit ans Fass. Ja, nö, sowas führe ich lieber nicht ein. Dann kommt wieder irgendjemand und sagt dann, aber hier, mein Zeug, das war auch übel lecker, warum steht denn das bei mir nicht dran? Ach, und dann gibt's wieder eine Massenkeilerei. Und dann stößen die Wörter wieder mit ihrem Hörnchen zusammen und dann knallt's wieder und nee, das muss nicht sein. Was ich da dran schreibe, trinkbar, ist schon ein bisschen zu viel. Ich meine, ich wäre auch richtig wütend, wenn bei mir an meinem Fässchen nicht dran stehen würde, trinkbar. Wisst ihr, wie lange ich die Minze am Balkon geerntet hab? Minzbier? Na klar. Das klingt mal cool. Genau. Wann ist das fertig? Wann kann man das verköstigen? Wenn ich mal Bock habe, das dann zu machen. Ich habe nur echt lange geerntet und dann dachte ich mir, reicht ja auch erstmal. Ah. Ja, da war dann irgendwas anderes wollte ich dann machen.
Schnaps? Ah, nee. Irgendwas lesen wollte ich dann unbedingt. Genau, ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wo es herkam. Ich weiß auch nicht genau, ob ich mich jetzt dafür schämen muss oder nicht. Aber in mir brannte es dann plötzlich und mein Körper wurde hingezogen zu meinem Bücherregal. Und ich bin direkt mit der Nase ins Kapital gefallen, habe mir gedacht, geil. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe auch nach der Hälfte, also die Hälfte, damit meine ich so nach 10 Seiten, habe ich mir gedacht, boah, was für eine scheiß Idee. Aber ging halt nicht anders. Klingt logisch. Passiert. So ist es. Ich weiß nicht mal, warum dieses Buch in meinem Bücherschrank stand, ey. Weil du es vermutlich genau aus demselben Impuls heraus irgendwann mal gekauft hast. Ich kaufe mir keine Bücher. Wissen sollte nicht bezahlt werden. Die du irgendwo mitgenommen hast, geschenkt bekamst. Geklaut hab. Mitgenommen, sag ich doch. Geklaut. Geklaut hast. Wenn wir versuchen zu verheimlichen, dass wir anders diese... Wenn ich sage, Wissen muss frei sein und Bücher sollten immer kostenlos sein und ich dann sage, ich habe es mir mitgenommen, dann stehe ich nicht dazu, dass ich es geklaut habe, weil ich die Regeln missachten möchte, weißt du? Alles klar. Rebell und stolz darauf, ja? Ja, aber die ist ein Rebell. Ist ja nicht hier direkt rebellisch. Wissen muss frei sein? Das ist ja nicht rebellisch, das ist einfach nur gesunder Menschenverstand. Wenn das Wissen nicht mehr frei ist, haben wir echt ein Problem. Guck dir mal diese ganzen Leute an, die versuchen, die Pflanzen zu patentieren oder sowas. Voll Idioten. Da kann man nichts mehr anbauen, weil die Saat nicht mehr Früchte, also keine Saat mehr austrägt, die eigenen Früchte. Das ist völliger Schwachsinn, diese scheiß Patente auf Pflanzen. Du sagst mir also gerade, Wissen ist zurzeit noch frei, ja? Nein, das ist leider also, nicht mehr. Ich dachte, ja, irgendjemand... Ich habe nämlich mit irgendjemandem neulich darüber diskutiert und er sagte dann, doch, Wikipedia bezahlt sich ja auch nicht. Da dachte ich mir, ja gut, warum rede ich eigentlich mit dir? Die versuchen ja den Anschein zu wahren, das ist auch alles. Wenn ich euch einen Rat geben kann, immer raus damit. Wenn ihr von was überzeugt seid, sofort raus. Die Leute, wenn ihr erst irgendwie die Fresse haltet, da denken die, ah ja, okay, vielleicht ist ja irgendwie so wie ich oder was weiß ich, dann haben die gleich einen falschen Eindruck und sind viel erstaunter, wenn du dann plötzlich sagst, ich finde das aber eigentlich zum Kotzen. Ihr müsst direkt einfach eine klare Ansage machen. Man kann da auch nicht immer Rücksicht nehmen. Ja, ne, hier habt ihr ja so einen Mentor. Ist aber quasi... Ne? Der kriegt ja ganz schön was dafür, dass er euch irgendwie als Mündel hat, deswegen ruhig auch mal ein bisschen Druck aufbauen da. Der alte Sack kann das schon noch aushalten. Was kriegt er denn so genau? Ach so, na, abgesehen davon, dass viele Leute das wo immer noch, ja, ich eigentlich auch. Also da kriegst du so ein bisschen hier Prestige ist falsch, aber wenn der weiß, jemand macht das und er macht das vor allem nicht zum ersten Mal, dann ist das halt schon einer, der so ein bisschen für die Gemeinschaft was macht und der einfach ein korrekter Typ ist, weißt du? Das ist schon, ne, du wertest dich da schon auch ein bisschen vor anderen. Uff. Anerkennung meinst du? Naja, das nämlich. Und außerdem kriegt ihr natürlich, solange ihr glücklich seid und es euch gut geht, kriegt ihr natürlich ordentlich Glamour. Ach so? Na klar. Was hat er geschworen? Und euer Glück ist mein Lohn? Wenn die nichts geändert haben. Ich glaube, der Wortlaut war damals auf. Es ist vor kurzem noch so gewesen. Dein Schmerz sei mein Schmerz und dein Glück mein Lohn. Genau so ist es. Also ist mit Glamour produzieren nicht viel, hä? Hä, wieso? Du produzierst ja auch nichts. Also das machen ja zum Beispiel Träumer.
Und das hat auch keinen Einfluss auf dich. Bei manchen Eiden, wenn du die einhältst oder beide Parteien die einhalten, dann hat das halt positive Auswirkungen dann aus dem Traum raus. Quasi, weißt du, weil der Traum sieht dann, nehmen wir mal an, der Traum ist jetzt ein Typ oder eine Typin. Der sieht dann hier, aha, eure Worte werden eingehalten, ihr verhaltet euch entsprechend der Regeln, die ihr euch unter meiner Aufsicht gegeben habt. Hier hast du was dafür, bitte. Und jetzt bau keinen Scheiß damit. Oder jetzt bau halt auch mal Scheiß damit, muss er auch mal sein. Ich weiß nicht genau, was der Traum denken würde, wenn er ein Typ oder eine Typin wäre, aber ich würde das wissen. So. Auf jeden Fall ist es egal für euch, wenn der was kriegt. Der wird ja auch genug Scherereien mit euch haben. Das stimmt. Das, die Einstellung, die meinte ich. Die nämlich. Das ist die richtige. Du, sag mal. Ja. Na, ich meinte. Hier. Madame. Hm? Er meinte dich, glaube ich. Er guckt das von mich an, aber. Nee, ja. Das Orakel des Argwohns, ja. Das, ich habe meine Schlüssel verloren. Zu meinem Fahrrad. Wann kriechen die wieder? Ich glaube, so läuft das nicht. Guck mal hinten im Lagerraum, hinter dem zweiten Fass links. Echt? Geil, klar. Geil. Gesehen, das wäre so ziemlich blöd für dich, wenn es nicht klappt. Puftrappeln stürzt der in den Lagerraum. Ein paar Minuten werden jetzt vergehen, ne? Ja. Du bist doch gemein. Wieso? Glaubst du, dass es klappt? Ich weiß es nicht. Die Antwort schoss gerade durch meinen Kopf. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Faszinierend. Sie hat ihren Skizzenblock rausgeholt. Jetzt hat sie ja die Ruhe. Was gibt's denn da? Hm? Was es da so gibt? Die Bar. Mal den Satyr mit seinen Schlüsseln. In einem sehr abgeranzten, abgerissenen Zustand. Das Haus ist halb eingefallen. Draußen sind Leute, aber nur schemenhaft. Also es sind so ein paar Schemen vor dem Fenster, durch das man quasi rausguckt. Ein Gesicht sieht man genauer. Ein Gesicht, das Sophie nicht kennt. Und hast du gerade die Bar gemalt, wenn die Banalität über sie hereinrollt, oder was? Nein. Okay, es klang so. Nein, nein. Aber wahrscheinlich in einem Zustand, den sie hatte, bevor sie irgendwann mal das wurde, was sie jetzt ist. Okay. Gut, der Typ wird nach ein paar Minuten wiederkommen. Nee, war nicht da. Aber du hast ja auch nicht gesagt, wann. Stimmt. Muss ich morgen nochmal gucken oder so. Und bis dahin finde ich bestimmt ein anderes Fahrrad irgendwo. Halle ist voll davon. Mhm. So ist es. Wie lange gibt's die Bar hier eigentlich schon? Boah. Wann war nochmal? Irgendwann so gegen Ende der Mondkrieche, glaube ich, haben wir die ans Licht gezerrt. Aber da war das ja keine richtige Bar. Deswegen, das war ja eher ein Lazarett oder sowas in der Richtung.
oder Kommandoposten. Deswegen. Ich glaube ein Lazarett. Naja, auch. Ein Lazarett und ein Planungsdings. Also würde ich sagen. Ja, irgendwann Mitte der 60er oder irgendwie um den Dreh. Hm. Nee, warte mal, in den 70ern? Ach, ein Troll macht nicht als erstes eine Geschichtsstunde? Ja, krasser Shit. Ja, ihr werdet bestimmt nicht mitgewirkt haben, deswegen brauche ich euch gar nicht fragen, ob ihr euch an was erinnert. Na, Bersten gehört? Mhm. Oder? Ja? Na, dann ist ja gut. So. So, die Ski waren weg. Und alle haben sich am kleinen bisschen Feuer, ne? Der wenigen Herde, die noch irgendwie brannten, versucht warm zu halten oder versucht irgendwie zu schützen. Am Anfang haben sie sich zusammengehalten, also haben sie zusammengehalten, sagt man so und schreibt auch die Geschichte so, aber ich glaube, da ist viel Romantik dabei und ich glaube, da ist viel dabei, dass wir uns immer nicht mehr erinnern wollen, wer damals ein richtiger Ficker war. Ich glaube, ich war ein richtiger Ficker. Naja, also könnte ich mir vorstellen. Und dann irgendwie haben sich die Dinge einigermaßen eingependelt, alle haben so einigermaßen ihre Inseln gefunden, wo sie leben können, mehr oder weniger. Dann haben wir vergessen, haben wir die ganzen Künste und Zaubertricks vergessen und viele der Wesenheiten und alles Mögliche halt. Und dann zur Mondlandung. Dann kamen die ja wieder auf die Erde gestolpert, völlig panisch und besinnungslos, haben sich irgendwie in irgendwelche menschlichen Körper reingezerrt. Die Banalität hat ihnen erstmal einen rechten Kinnhaken verpasst, den sie, glaube ich, bis heute nicht vergessen haben. Ey, das muss die Hölle gewesen sein. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie das für die war. Ein paar von uns haben gesagt, oh shit, Alter, komm mal mit ans kleine Feuerchen. Du siehst schlimm aus, wir sind froh, dass du da bist. Und die sagten, schweig, Gemeiner. Also nicht alle, aber schon, ne? Naja, und dann sagten die immer öfter, häufiger, na, dann haben sie ein paar der Freistätten, die wir hatten, haben sie natürlich an sich gerissen und viele wieder aufleben lassen, die schon verschwunden waren. Und irgendwann haben ein paar gesagt, ey, ihr wart echt lange weg, verpisst euch, also wir wollen jetzt und so weiter, ne, was halt so passiert. Ja, und dann sind wir uns ein bisschen an die Kehle gesprungen. Also ich meine, es gab ja kaum richtige Schlachten. Es gab ja eigentlich hauptsächlich so Hinterhausscharmützel und sowas. Und dann gab es ein paar richtige Schlachten und dann war es vorbei. Also vorbei war es, dann die vier derzeitigen Hochkönige erwacht sind und wenn wir in den Staub sanken. Oha. Ganz kurz AFK. Mhm. Klingt ja alles nicht so gut. Die Zigarette ist mir volle Bude über die Hand gelaufen. Shit. Sei froh, dass es keine richtige war, sonst ist sie jetzt verbrannt. Ja, das ist nicht so schlimm, das hat man ein, zwei Mal im Leben durch. Genauso wie sich die Haare abzufackeln. Oh Mann. Oder eher so ein Strähnchen. Wie glaubt. Das klingt aber gar nicht so fein, so diese Mode. Wenn man noch ganz kurz, bevor Flumide das. Achso, sie ist auch weggegangen. Ja, die ist überpissen, hat sie gesagt. Das habe ich nicht gehört, das hat sie nicht zu mir gesagt. Pure. Reh. Aha. Ich habe doch vorhin schon Piep gesagt. Das haben wir, glaube ich, nicht gehört, weil ich dich überquatscht habe. Ja. Gemeinheit. Ja. Naja, und ich meine, wir haben uns dann mit der Situation alle angefreundet und haben, ich meine... Ihr habt also den Buckling gemacht. Naja, geht. Ich meine, betrifft mich das im Alltag? Nee. Aber... Ich meine, wünsche ich mir manchmal, dass sie die Fresse halten und dass ich mal dran bin, was zu entscheiden? Klar,
Aber dann gucke ich mich um und denke mir, will ich jetzt wirklich, dass sie sich wieder verpissen? Also ich meine, da würde ich jeden Tag was anderes drüber sagen, aber ich glaube, häufiger würde ich sagen, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, du kennst ja Elsterglanz, du bist ja lang genug hier, ne? Jo. Ja, weißt du, was die gesagt haben? Junge, alles tot nach der Wende. Bevor die ankamen, war halt auch alles tot. Wir hatten die Bar hier aus dem Boden zu stampfen als Lazarett und was weiß ich alles. Das war für uns, für 50 Mann, eine Meisterleistung. Seit Jahrhunderten, keiner mehr sowas geschafft. Solche Sachen und wir können jetzt wieder ab und zu in den Traum reisen und werden dort nicht sofort von irgendwelchen Albtraumchimären gefickt, wenn wir überhaupt reinkommen. Wir gehen uns nicht alle gegenseitig an die Kehle. Also ich meine, so eine kleine Prügelei unter Ehrenmännern halte ich auch nicht von, aber für eine dreckige Straßenprügelei, da bin ich ganz vorne mit dabei. Und das können wir jetzt halt wieder machen. Und ohne, dass gleich jemand irgendwie, das Ding ist, würde es heute so viele Feen geben, die erwachen ohne die Ski? Ich glaube nicht. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Das war schon doch sehr viel ungemütlicher. Aber kommt das dann nicht von den Träumern? Sind nicht einfach mehr Träumer zurückgekommen? Das ergibt ja mehr Sinn, oder? Wieso? Wieso ergibt das Sinn? Was haben, also ich meine... Also, wenn die Mondkriege wurden dadurch ausgelöst, dass die Leute wieder an irgendwas geglaubt haben, richtig? Ja, aber nur kurz. So, dass der Traum sich bis Arkadien wieder ganz kurz geöffnet hat und die herkamen. War dann relativ schnell wieder in dem Ausmaß vorbei. Ja klar, aber die Leute scheinen ja immer noch an irgendwas zu glauben oder mehr zu glauben als vor ein paar Jahren. Ist das wirklich so? Hast du mal die letzten Landtagswahlen in diesem Bundesland hier angeguckt? An was glauben die Leute denn dann zu viel Ausländer oder was? Möglich. Es ist anders als früher, aber es ist noch da. Die haben so viel mitgebracht, weißt du? So viel Wissen und ich glaube tatsächlich, wir können ja nicht anders verwaltet werden. Demokratie bringt unter Feen nichts, weil Demokratie ist vom Menschen erdacht. Wir sind aber keine Menschen. Das kann sich nicht durchsetzen bei uns. So viel lächelt. Das glaube ich auch nicht, aber ich das ist wollte die halt Rolle, mehr erfahren. Es ist die Rolle, die ihnen vom Traum zuerkannt worden ist. Und ich meine, die Rolle wird natürlich für die Einzelperson, die muss hinterfragt werden. Na klar, wenn der Gwidien hier, wenn der Herr Sarkash jetzt völlig durchdreht, dann geht ein Aufschrei durch die Menge. Und vielleicht wird er ersetzt oder so. Das kann ja durchaus mal passieren. Aber an sich, so im Ganzen würde ich sagen, nee, das passt so. Das passt doch irgendwie wieder rein. Die einzige Frage, die man sich vielleicht irgendwann stellen muss, ist, ob die klassische Rollenverteilung da noch passt. Aber das ist eine Frage, mit der man sich später beschäftigen kann. Mach dir das mal. Ich mach das. Man braucht ja ein Hobby. Na klar, ich kann mir auch schönere Sachen vorstellen, aber jedem das eine. Und mir das meiste. Was auf jeden Fall ein guter Zug war, dass die vier Hochkönige, ich meine, die haben da natürlich erstmal den Rest in Staub gestampft. Keine Ahnung, wie das war. Und dann haben die Erdenwelt, die kam ja nur auch nicht mehr zurück und hat sich aufgeteilt. Das haben sie auch ganz geschickt gemacht. Also die haben da zwei Linien durchgezogen, dann waren das vier Teile. Und dann haben die erstmal... Also ich meine, es gab Kriegsverbrechen, die waren nicht die feine Englische. Wirklich nicht. Du weißt ja, wie es im Krieg ist. Da ist plötzlich alles erlaubt. Und das war, also die haben dann mit kalten Eisen noch die eingeprügelt. Also in Amerika gab es eine Verhandlung mit dem, das ist kein Hochkönig, so ein anderer, was weiß ich, was das für eine Position ist, aber der Typ da,
das war noch bevor der auftauchte, glaube ich. Na, ist aber egal. Auf jeden Fall haben sich die Gemeinden getroffen, zusammen mit dem Stier und haben gesagt, wollen wir mal ein bisschen was Friedliches aushandeln. Und dann wurden alle Gemeinden mit Messern aus kaltem Eisen abgestochen. So, das, wer weiß, wer das angezettelt hat. Das kann ja auf allen Seiten gewesen sein. Das war schon eher übel. Das hat auch keiner vergessen. Aber hier gab es halt auch sowas. Von der anderen Seite auch noch. Und auf jeden Fall haben die vier Hochkönige, nachdem sie dann das ein bisschen aufgeteilt hatten und sich ein bisschen eingewärmt hatten, die Leute entsprechend gestraft. Und dann den Bann des Vergessens ausgesprochen. Und die schlimmsten Sachen wissen wir nicht mehr, wer sie gemacht hat. Außer die Leute, die sie gemacht haben. Und das ist auch nicht schlecht. Weil das sind einfach Wunden, die sich sonst nicht mehr schließen würden. So. Okay. Und wer sind die Hochkönige? Das sind vier Hochkönige halt. Ja, aber wer sind die? Das sind Ski, die offenbar dazu bestimmt sind, die krassesten von allen zu sein. Ich meine nur, wenn ich nächstes Mal in eine Bar gehe und da sitzt da jemand und ich beleidige den und denke mir nichts dabei und bam, Hochkönig. Arschkarte. Weil ich nicht wusste, wer er ist. Also ich meine, wie stellst du dir das vor? Wieso sitzen die in einer Bar? Wieso denkst du, dass du den ansehen kannst? Was weiß ich denn, was ein Hochkönig macht in seiner Freizeit? Guck mal, du hast ja jetzt hier einen Grafen gesehen, ne? Ja, stell mal vor, du hättest dich vor den gestellt, hättest deine Hose runtergezogen und ihm ins Gesicht gefurzt. Denkst du, das hättest du geschafft? Na, wahrscheinlich nicht. Denke ich auch nicht. So. Und denkst du, die rennen hier einfach rum? Die sind an einem Ort, also ich meine, hier der Hof des Salzes, der ist einigermaßen ortsgebunden. Du kommst zwar von jeder Brücke hier langsam dann auf dem Pfad dahin, aber der ist an diese Stadt hier halt gebunden, so ein bisschen. Du kannst nicht, wenn du in einer Brücke in Venedig da irgendwie drüber gehst, kommst du nicht hier raus. Aber die Königreiche, die sind, also die Schlösser der Hochkönige, die sind in ihren Reichen von jeder Brücke aus zu erreichen, bloß ein bisschen anders, aber egal. Und die gehen da auch nicht raus. Und das sind Städten, da kommst du hin und dann bist du einfach geblendet. Ich war nicht da, aber sagt man sich. Das sind Leute, die kriegen ja quasi von allen das, was sie an Tribut fordern oder durch ihre Vasallen fordern, kriegen die ja Glamour, den ganzen Arsch voll. Dann haben die ja, die Schlösser sind ja Freistädten, da kriegen die einen Arsch voll Glamour. Junge, das sind Typen, keine Ahnung, die sind da einfach auch ein bisschen zu krass. Klar, ich wollte auch nur sagen, ich will wissen, wer das ist, quasi, weißt du? Also ich kenne ja, wenn irgendjemand dann von Pusemuckelheim redet, dann muss ich wissen, hier, das ist der Hof von Dingsterbums, weißt du? Ja, aber ich kann mir den Namen doch jetzt nicht alle merken, meiner. Ja, sag das doch nicht. Also ich meine, ich weiß natürlich selbstverständlich, in welchem Königreich ich mich befinde, aber das war's dann auch. Also ich kann dir sagen, wer hier ist. Da weißt du schon mal mehr als ich. Achso, wenn es darum geht. Du bist im Königreich des Königs Azagi. Gott. Azagi. Na dann. Ich glaube, der ist auch ein Gewitter genauer. Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Bestimmt. Die Obersten sind doch immer Gewitter. Das geht doch ja auch nicht anders. Das ist doch vermutlich so vorgesehen. Da steht er dann auf der Geburtsurkunde, krasser Typ oder so. Und bei der anderen steht dann nur so mittelkrasser Typ. Und dann, weißt du, irgendwie so wird das, glaube ich, funktionieren. Keine Ahnung. Aber so hat jeder seine Rolle. Keine Ahnung. Ich wehre mich dagegen. Ich habe überhaupt keine Rolle. Ich mache was, Schild deckt mich am Arsch. Du musst nicht daran glauben, dass du eine Rolle hast. Also ich meine, ich glaube schon, dass Enshi dafür gemacht ist, zum Beispiel. Oder gut dafür geeignet ist, weil er dafür erträumt wurde, zu herrschen. Aber mir wird keine Rolle zugesprochen. Ich sitze in meiner Butze und überlege mir, was ich machen will. Und wenn mir was einfällt, dann mache ich das. Habe ich keine Rolle. Und dann habe ich keinen Auftrag, dann habe ich vor allen Dingen kein Schicksal. Leckt mich am Arsch. Es ist 2017. Haben wir uns vom Schicksal gelöst. Au.
So nämlich. Mit schlechten Filmen. Der Film war gar nicht schlecht. Sagt mal. Wenn ich jetzt mal ganz kurz meine Minze holen würde, weil es mich gerade ein bisschen in den Fingern juckt und euch fragen würde, ob ihr mal kurz die Bar übernehmen wollt. Halbe Stunde. Höchstens. Dann sagt ihr, dass ihr Freigetränke wollt. Die kriegt ihr natürlich. Gut. Das war nämlich jetzt gerade quasi meine Bedingung. Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wird dann aus der Bar stürmen. Wenn er rausgeht, strömt das Wissen, wo sich alles in der Bar befindet, plötzlich in euren Schädel, wie als würde ich ihnen einmal Wasser über eurem Kopf ausschütten. Das ist cool. Wo ist dein Schlüssel? Welcher Schlüssel? Na, von ihm, dem Typen. Ja, aber hä? Das ist doch nicht Teil der Bar. Alles. Ist doch nicht Teil der Bar. Hätte ja sein können. Netter Versuch. Ja, eben. Just trying. Das ist ja auch vernünftig. Auf jeden Fall wird 5 Minuten später der Typ reingegockelt kommen, der halt gern gockelt. Auch mit unverhohlenem Blick erstmal zufrieden gackernd mit dem Kopf nach vorn zucken, auf euch starren und sich dann umständlich mit seinem gesamten Schwanzkleid auf einen Hocker dingsen. Da wird dein Auftritt, Sophie hat nie zugestimmt, die Bar zu übernehmen. Ausgezeichnet, ja, ich schwing mich hin. Du hast aber das Wissen trotzdem bekommen übrigens, ne? Das mag sein. Denn du hast nicht widersprochen. Also, David sagt hallo. Hallo, Tag. Herzlich willkommen. Ich möchte... Haben Sie ein paar Körner für mich? Habe ich Körner? Ich gehe mal davon aus, dass ich Körner habe. Natürlich hast du keine. Was, wie keine? Warum sollten in der Bar Körner sein? Erdnüsse zum Beispiel? Haben wir Erdnüsse? Davon rede ich doch die ganze Zeit. Also wir haben Erdnüsse. Dann möchte ich keine davon, danke. Ja, ich warte auf die Erdnüsse, die ich nicht bekommen möchte. Okay. Ich geh los und hol ihm Erdnüsse. Dreht seinen sehr langen Hals mit Kopf in Sophies Richtung. Macht ihr das zum ersten Mal? Ja, mach ich. Trotzdem nicht zu entschuldigen. Okay, danke. Wo ist eigentlich dein Affenschwanz und deine Teufelskrallen, wie sie bei einem Satyr angemessen sind? Ich dachte, das ist eine Satyrbar. Der Barkeeper ist gerade kurzzeitig weg. Ich habe das hier kurz übernommen. Gut. Ich glaube, wir haben uns auf der auf der Party gestern gesehen, aber leider nicht sprechen können miteinander. Party gestern, da klingelt nichts. Wer nochmal wart ihr? Warte. Ich bin David. David, ja. Der Typ, der das Furzkissen unter den Stuhl des Duga gestopft hat. Das war ein ausgezeichneter Scherz. Ja, er fand den wohl nicht so witzig, glaube ich. Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Ich selbst verbreite gern schmutzige Lieder über den Grafen und mir ist noch nie etwas Schlimmes passiert deswegen. Ich gebe zu, wenn mir irgendetwas deswegen widerfahren sollte, würde ich direkt und sofort aufhören. Aber noch nie. Alle machen sich immer so viel Sorgen. Das geht mir an meinem fedrigen Hintern vorbei. Ja, das ist doch gut. Kann ich dir ein Bier vorbeibringen? Das Hausgemachte ist sehr gut. Ja, bitte. Ich hätte jetzt nichts lieber als ein Bier.
Ja, ich bringe mir ein Bier vorbei. Oh, danke. Er stellte Sophie vor die Nase. Danke. Du siehst durstig aus. Sie schaut ihn an, schaut auf ihr halb leer getrunkenes Bier. Der Winter ist karg, der Winter ist einsam und der Winter ist durstig. Und genügsam, aber dankeschön. Ist der Winter genügsam oder leben alle nur am Limit und halten sich am letzten Strohhalm fest und sind deswegen genügsam, weil sie gar nicht mehr bekommen? Mit anderen Worten, willst du es zur Tugend erheben, wenn man hungert, friert und durstet? Nein, zur Tugend will ich es nicht erheben. Wie schade, ich mag tugendliches Verhalten. Tja. Und wie kommt es, dass du so dumm bist, eine Saatürbar zu übernehmen? Wie kommt es, dass ich so dumm war, Herrn Dougal, den Herrn Horner aus dem Hause Dougal auf die Schippe zu nehmen? Ich bin halt, wie ich bin. Und wie ist das? Schau immer mal runter. Genauso. Und mach dann halt so einen kleinen Knickser vor ihm und breite die Arme auseinander. Ich, ja. Jetzt wird mir alles klar, natürlich. Da bleibt keine Frage offen. Da bleibt... Ich würde mir auch keine mehr stellen dazu. Es ist alles sehr klar. Danke. Bitte. Nun, ich bin halt ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und wenn man mich fragt, was zu tun, dann tue ich das halt auch. Viel weniger gut. Aber danke, danke, danke. Nein, das war tatsächlich hilfreich. Nicht Cola? Ganz... Tee? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Körnern, danke. Ich bin ganz ehrlich, ich bin lediglich in die Bar gekommen, um ein wenig Körner zu fressen, aber und um ein Auge auf die beiden Neulinge zu werfen. Da brauche ich nichts zu trinken. Ist es so, dass Thorald euer Mentor ist, ja? Und wie kommt er mit ihm aus? Gut. Ich überlege ja selbst, einen Kindling zu finden und wollte deswegen schon mal vorsorglich nachfragen, ob er sich eignen würde. Man muss ja heutzutage bei Kindertagesstätten und bei allen möglichen Leuten immer darauf achten, dass es auch das geeignete Lernumfeld ist für einen Kindling. Vielleicht frage ich euch dann noch mal ein bisschen später dazu. Wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung haben, ist jetzt quasi unser erster Tag. Ja, manchmal hat man ja direkt einen ersten Eindruck. Du nicht? Doch schon, nur manchmal ist auch der erste Eindruck, der trügt. Und wenn wir jetzt sagen, ja, er ist ein Mentor und nachher stellt sich raus, gar nicht so, dann wäre ja total doof, wenn wir dir jetzt was Falsches gesagt hätten. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sophie, warum meinst du eigentlich, warum heißt du denn, du weißt schon. Er nickt auf dein Bild. Ich weiß es nicht genau. Weil das Bild gerade da ist. Aber hältst du das nicht für gefährlich? Nein. Warum? Wenn es der Sir sieht. Sir Thorvard Edward Gambrinus von glitzernder Bierkübel auf Death.
Dann wird er mir sein Missfallen schon deutlich machen. Aber auch er kann nichts dagegen tun, dass dieses Bild da ist. Eine wahrhaft mutige Slua seid ihr. Schön, 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 schön. Werdet ihr eigentlich? Habt ihr eigentlich vor, an dieser Wahl teilzunehmen jetzt? Was für eine Wahl? Hier am 29. Bundestagswahl. Ach so, ich denke. Also eine Wahl ist wichtig, nicht wahr? Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht schnell übersiedeln sollte nach Berlin. Da gibt es eine ganz wunderbare Partei, die Bergpartei. Ich kann euch nur raten, euch dringend ihr Wahlprogramm durchzulesen. Es hat mich beflügelt. Das ist der falsche Ausdruck. Ich meine, Menschen haben meiner Ansicht nach bezüglich ihrer Parteien da nicht immer die besten Ideen, aber auch ein blindes Huhn findet da mal einen Korn, und da war wirklich sie haben einen ganzen Becher aufgespürt. Das war wirklich erfrischend. Vielleicht solltet ihr auch überlegen, nach Berlin zu ziehen und dann dort die Bergpartei wählen können, zu tun. Ja. Aber wir können doch hier nicht wegziehen, wenn unser Mentor hier ist. Und der ist doch euch verpflichtet, der wird dann schon mitkommen. Was du in der Menschenwelt angibst, wo du wohnst, interessiert das denn wirklich irgendjemanden? Ich denke schon. Ja, aber für sowas haben wir einen Service, der zwar doch an einigen Stellen zu wünschen übrig lässt, aber generell doch sehr praktisch ist. Ich meine, ihr arbeitet bestimmt als Tellerwäscher, um dann später Millionär zu werden. Aktuell in eurem... Bis jetzt, meine ich. Nein. Achso. Ich hätte euch ehrlich gesagt als Tellerwäscher so gesehen von euren Qualifikationen her. Als Küchenmädchen. Das ist die bessere, also die weniger konventionelle Bezeichnung. Oh, Entschuldigung. Aber ja, jetzt wo du es sagst, das tut mir leid. Ich hatte dein Talent ein bisschen vernachlässigt. Euer Talent ein bisschen vernachlässigt. Zwei hübsche Küchenmädchen, ja. Aber auch dafür, ihr werdet ja jetzt nicht immer die Zeit finden, zu regelmäßigen Zeiten irgendwie auf Arbeit zu gehen. Dieser Service ist wirklich ausgezeichnet. Überlegt es euch nur rechtzeitig, ihr müsst euch ja auch anmelden. Die haben ja eine viel große Auftragslage. Ja. Was für ein Service ist das denn? Ach ja, es sind zwei garstige Personen, die dafür sorgen, dass verschiedene Sachen entweder aus der Welt geschafft werden oder die einfach zum Beispiel halt sowas wie eine Ummeldung für dich relativ schnell und einfach zu machen, ohne dich mit irgendeinem Amt auseinandersetzen zu müssen, oder? Wenn du vielleicht aus Versehen dich auf versammeltem Marktplatz in deiner wahren Gestalt gezeigt hast, ohne Maske und ohne Hose, die eine menschverträgliche Erklärung liefern und übers Internet und Zeitung. Verstehst du? Also übers Internet das dann so verteilen, dass jeder denkt, ah ja, natürlich, diese Werbeaktion, man kennt es, der Gockel, das Maskottchen dieses Schuhladens. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja, aber ist das nicht weh, man nicht uns das besonders nicht tun? Ja, und wenn dir ein Malheur passiert, dann gehst du zu diesen zwei Leuten. Meistens hat man ja noch eine Frist, bevor das dann durchgedrungen ist, zu den der Obrigkeit. Ja, genau, der Obrigkeit. Die kann sich ja nicht um jede untere Tanne gleichzeitig kümmern, und auf jeden Fall, dann hat man noch ein bisschen Zeit, und wenn man dann braucht man diesen Service unter Umständen. Klar, wie heißen die beiden garstigen Typen? Oh Gott, ihre Namen.
Man muss sie ja anschreiben können über die Rohrpost. Oh, da fragst du was. Ich bin mir sehr sicher, dass eines von beiden ein Hanna war und das andere eine Claudius. Aber bei der dritten Person bin ich mir ganz und gar nicht... Oh, vielleicht ein Theobald. Theodor? Theodus. Theodart. Theopatra. Entschuldigung. Manchmal kommt man sich selten dämlich vor, wenn man sowas vergisst. Okay. Aber gerade jetzt noch bei solchen Missgeschicken, die überhaupt nicht gewollt, überhaupt gar nicht witzig und nicht von euch provoziert sind, könnt ihr euch natürlich immer noch über einen Mentor, ich meine, ihr seid noch, ihr habt Narrenfreiheit und ich würde, es ist sicherlich nötig, nicht, sicherlich nicht nötig, die ständig auszunutzen, aber kann euch denn wirklich jemand davon abraten, es nicht wenigstens einmal zu tun? Ich könnte es schon, aber ich tue es nicht. Hättest du vielleicht noch ein paar Nüsse für mich? Gerne. Dankeschön. Ich bringe ihm halt noch weitere Erdnüsse. Mhm. Er wird sich noch ein paar rauspicken. Hm. Wie ist das eigentlich? Ich hatte irgendwo gelesen in der Bibliothek, dass ja die Orakel sich immer Geschenke gemacht haben. Jetzt ist ja bald Herbstanfang. Ach nein, du bist ja überhaupt. Hm. Macht ihr euch noch Geschenke? Ich weiß es nicht. Ich fand das schon immer albern, ehrlich gesagt, aber eine kleine Geste der Wertschätzung wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Ich meine, du bist jetzt noch nicht eine Betroffene. Aber zum Frühlingsanfang wäre doch nett, wenn du dann zum Orakel gehst und was Nettes gibst du in den vergangenen Zeiten. Ich meine, ich kann jetzt schlecht mit dem Herbst reden, sodass er dir was überreicht, aber ich würde es auf jeden Fall tun, wenn ich könnte. Jetzt schmunzelt sie ein bisschen. Weiß man denn schon, wo die anderen sind? Ja. Nein. Oh. Ich guck so viel interessiert an. Wo denn? Hm? Wo sind sie denn? Weit weg. Hm. Und wo genau? Ich frage nur, weil ich dem Herbst ehrlich gesagt noch 700 Gulden schulde. Sie lächelt wieder. Dann wird er dich schon finden und die Schuld eintreiben. Hm, ich hasse die Herbstmafia. Sie war schon immer äußerst garstig. Sie wird mir noch den Hals umdrehen. Oder den Kopf verpacken und dann renne ich in einer ganz und gar beschämenden Pose noch 50 Mal um den Platz. Das muss doch wirklich nicht sein. Naja, so ein schönes Geschenk zu Thanksgiving. Bin ich jetzt zu weit gegangen? Nein. Das tut mir leid. Es war noch im Rahmen. Ich werde es sicherlich schon bald vergessen haben, diesen kleinen Scherz. Du siehst nicht so aus. Das kommt dir nur so vor. Meine Mimik ist durch meinen Schnabel etwas verzerrt. Ach, schön. Verzeihung. Ich wollte dich nicht beleidigen. Aber auf der anderen Seite... Kann man was gegen einen guten kleinen Jux sagen? Ich denke nicht. Wir sind zum Glück. Ich hätte es dir bestimmt in diesem niveaulosen Land da drüben, jenseits der Mauer. Haben sie die schon gebaut? Auf jeden Fall hätte ich dir das sehr übel nehmen müssen. Aber hier bin ich eigentlich noch einigermaßen entspannt, ja.
Um Weihnachten rum werde ich da immer etwas empfindlicher. Ich denke, du kannst dir vorstellen, warum. Ich selbst wurde schon mehrmals geschlachtet. Oh. Ja, ja, in meinem vergangenen Leben, also ich meine, ihr müsst wissen, als Puka ist es sehr anstrengend, aber möglich, sich in das Tier zu verwandeln, mit dem man verbunden ist. Und ich stolzierte so über freie Wiesen, plusterte mich auf und war ein stolzer Gockel. Peng! Tot! Und Weihnachtsbraten. Mist. Das ist ärgerlich. Ich weiß nicht genau, ob das die Übertreibung des Jahrtausends ist, aber ich denke schon, ja. Puka. Hast du eigentlich schon deinen Arbeitsvertrag bekommen, David? Ich brauch keinen. Passt schon so. Was? Nein, aber das ist doch eine große Schande, wenn man als Heinzelmännchen nicht am ersten Tag bereits... Was macht man? Kohle schaufeln und... in einer Nacktbar tanzen, wenigstens. Oh ja, da sehe ich ihn. Ja, arbeite doch momentan hier. Ja, in einer Bar ist alles easy. Und du bist wirklich ein hübsches Küchenmädchen, aber ohne Vertrag? Ich weiß nicht genau, ob du jemals nochmal Fuß fassen wirst, wenn das so weitergeht in der Welt der Heinzelmännchen. Ich glaube, man redet schon über dich. Ich sehe das noch nicht so eng. Bin ja, es ist alles easy. Ich hoffe das Beste für dich, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du das so locker siehst. Du bist ja nun mal kein Satyr, du bist ja ein Heinzelmännchen. Vielleicht findest du noch was bei einem Schuster. Ich meine, der Klassiker, mit dem kann man eigentlich nie ganz verkehrt liegen. Ich meine, die normalen gesetzlichen Grundlagen, ich werde jede Nacht 5 Schuhe für dich fertigen und wenn du mich eine Nacht störst, dann hacke ich dir den Kopf ab oder so. Das ist ja auch nicht so schwer auszuhandeln. Oder steht dir deine Frau oder... Na, wir wollen ja nicht so dreist sein. Man kann auch einen kleinen viel bewirken. Ja, 5 Schuhe oder 5 Brötchen, das nenne ich nicht gerade groß. Ich würde auch gerade sagen. Was soll denn das heißen? Mach du mal 5 Schuhe. Ja, aber dafür ist sie ja nicht gemacht. Sie ist doch dafür gemacht. Naja. Du weißt schon. Tod und Verderbung anzukündigen? Ja. Einer muss es doch tun. Eben. Und wenn es mir vorher jemand angekündigt hätte, wäre ich bestimmt an jedem schicksalshaften Tag nicht über diese Wiene gegockelt. Siehst du? Sondern wäre natürlich zu den Menschen hin, die an dem Tag dort jagen wollten, und hätte ihnen die Augen ausgekratzt. Nein! Entschuldigung. Ausgepickt. Was gibt's denn? Du musst verstehen, wir sind nur ein bisschen neu. Denn das ist keine Entschuldigung, keinen Arbeitsvertrag zu haben. Ich wollte galant das Thema wechseln. Puka ist der Begriff für deinen Kipp? Ja, ja, in der Tat. Also, Puka, Hotznasen, dumme Sau, das sind alles Synonyme. Frechdachs gilt natürlich nur, wenn man auch den Hundeartigen angehört. Achso, ihr habt alle Lieblingstier, sag ich mal. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ich glaube, das hat nichts mit einem Lieblingstier zu tun. Entschuldige bitte, aber ich sagte bereits, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Vielleicht hast du das nicht gehört. Das war schon, wie sonst sollte man das sagen? Verzeihung, ich war abgelenkt.
Die war bei dem Gedanken im Schuhgeschäft. Tut mir leid, ich hätte das mit den Schuhen nicht ansprechen können. Ich meine, du kannst jetzt den Rest des Tages nicht mehr gebrauchen. Ja. Wenn ich zu Hause bin, darf ich wahrscheinlich erstmal ein paar Schuhe machen oder so. Ich hoffe für dich. Aber ja, wir sind alle mit einem Tier verbunden, fühlen uns mit unserer Art im Reinen und uns wird immer nachgesagt, dass wir zum Teil Eigenarten davon übernehmen, was ich ein bisschen rassistisch finde, wenn ich ehrlich bin. Also, er scharrt ein wenig auf dem Boden. Mit einem Bein, versteht sich. Selbstverständlich. Sophie schmunzelt ein bisschen. Oh ja, du sagtest, du hast dich ja dafür entschuldigt, dass du noch nichts weißt. Ich finde auch, das ist ziemlich angebracht. Aber, also halb entschuldigt, um dich aufzuklären. Wir sind eine stolze Rasse von Kriegern und Assassinen. Von Leuten, die den Menschen das Gift, das sie in Gaia pumpen, wieder aus der Erde hinaussaugen und direkt in ihre Venen spülen. Okay. Wir sind die, die Umweltsünder damit bestrafen, dass wir ihre Köpfe in ihre eigenen Müllkippen stopfen und unten halten. Dass manche vergessen es und lassen dann los und widmen sich der nächsten Aufgabe. Man muss aber noch, bis sie aufhören zu strampeln, den unten halten. Sehr wichtig. Wir sind die eigentlichen Herrscher der Feenwelt, wurden aber ungerechterweise von den ehrwürdigen Tuatha De Danann durch eine verzwickte Heirats- und Erbsituation von den Chi letztlich ausgestochen. Die meisten von uns haben das verziehen, aber naja, du kennst ja die schwarzen Schafe. Damit meine ich selbstverständlich wortwörtlich schwarze Schafe, also wenn du einen schwarzen Schafbuka siehst, ist das nicht rassistisch zu sagen, mit dir rede ich nicht, denn du bist offenbar der Ausschuss, ja? Eines Tages, denke ich, wird aber doch uns allen wieder einleuchten, wo unser eigentlicher Platz ist und wir werden in einem barbarischen Feldzug, man könnte sagen, in einem tierischen Scharmützel die Ski zerreißen und den Thron erklimmen. Ich denke, 2019 nach Menschenjahren wird das sein. Vielleicht 2020. Ich bin ja nun auch kein Orakel. Die Überlieferungen sind sich da nicht ganz einig. Es ist eher eine Einschätzung von mir. Ach so. Ich meine, es könnte ja Überlieferungen geben, aber irgendjemand ist ziemlich faul. Ich bringe ihm noch ein paar Nüsse. Danke. 2051. Oh Gott. Oh, ich wünschte, ich hätte es. Hast du kein Verantwortungsgefühl, dass du solche Dinge nicht sagst? Jetzt bin ich. Nein. So lange noch. Sollte man jetzt faire halber dem Prinzen Bescheid sagen? Ja, dem Herzog? Dem Grafen. Meinetwegen auch dem Herzog. Ich meine, wir werden sie alle vernichten. Eben, also. Ja, wenn du. Das ist mir doch egal. Wie sollten sie sich wehren? Hast du mal einen Ski gesehen? Faire halber sollte man dann, ne? Wenn die sich eh nicht wehren können, haben die vielleicht noch ein paar Jahre, um sich vorzubereiten. Können vielleicht irgendwie Eisen schmieden lassen oder so. Bures. Keine Ahnung, wie feige sie sind. Ich befinde mich in der unangenehmen Situation, die Ski verteidigen zu wollen. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Ich versuch's mal damit. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Du musst wissen, die Ski vertragen Banalität viel schlechter als wir. Um genau zu sein, so schlecht, dass wenn sie auch nur einen Fuß aus ihrem Herzogtum hinaussetzen, sie schon halbtot zurück in den Palast getragen werden müssen. Sollten sie kaltes Eisen auch nur ansehen, wird ihr Gesicht fahl und sie werden zu Asche. Vermutlich. Es ist relativ unwahrscheinlich. Das klingt natürlich ärgerlich für die.
Natürlich könnten sie zu verzweifelten Maßnahmen greifen, wenn wir in unserem wütenden Ansturm auf sie zurennen, ja? Um genau zu sein, was sollten sie auch mit kaltem Eisen machen, wenn wir unsere Häschenpuker auf sie hetzen? Das ist allerdings wirklich wahr. Dann leuchtet ihr Uterus. Viel schlimmer. Kaninchen ist das Schlimmste. Dann muss man die Granate von Antiochia werfen. Bitte sprich nicht von diesem Kriegsgerät. Da schütteln sich mir alle Federn. Aber selbst die wird da nicht viel ausrichten können. Der Niedlichkeitsfaktor ist einfach zu hoch. Der Uterus leuchtet, alle sind geblendet und ihr macht sie nieder. Ja. Was sind die lächerlichen Strahlen der reinen Sonne über dem Schlachtfeld gegen den Niedlichkeitsfaktor von Häschenpuka? Ich kann das nachvollziehen. Das kannst du nicht. Und außerdem ist es ziemlich pervers. Die meisten von ihnen sind erst 12. Benimm dich bitte, das ist ja ekelhaft. Mit 14 okay. Sind sie good to go. Mit 12, das ist einfach widerlich. Nur weil sie mit ihrem kleinen Häschen Plüschschwänzchen wackeln, ist das auch keine Anmache. Das machen sie einfach so, du Perversling. Ich verstehe. Nur weil sie sich über die Pfötchen anlecken und über die Hasenohren streicheln, ist das auch keine Anmache. Es ist Fellpflege. Hast du schlechte Erfahrung mitgemacht? Nein, aber sieh doch deinen Augen, wie gierig du bist, du Sexmonster. Ich habe mir gerade lecker Kaninchen vorgestellt im Braten. Ah, ja, na, natürlich. Jetzt red dich nicht raus. Ausziehen willst du sie, bis auf das Fell. Und dann willst du sie heiß machen im Ofen, ja. Weißt du, was und ausstopfen willst du sie, du bist widerlich. Okay, lass mir das. Ja, ihr Heinzelmännchen, ihr wollt ihr dann wieder Eichelsaft zu trinken geben. Da muss Sophie ein bisschen lachen. Nicht nur sie. Zwar aus anderen Gründen, aber... Also gut, ich wollte wie gesagt herkommen, um 24 Bier zu trinken, auf den Boden zu reihen und die Neulinge anzusehen. Ich denke, ich habe genug gesehen. Du kannst gerne noch 24 Bier kriegen. Na, halt die Häschenpuka mal von den Saalpinseln fern. Die verteilen auch Eichelsaft. Ziemlich bitter, das Zeug. Nicht salzig? Nee. Das, was die verteilen, ist bitter. Du hast es getrunken? Naja, es ist ja nicht schlimm, wenn es noch ein kleines Orakel des Winters gibt. Man hätte sich auch vorwarnen sollen. Naja. Solche Sachen besprichst du am besten mit deinem Mentor. Deine Geburtshelferin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dann wird hinaus stolzieren. Schön. Bin mir nicht ganz sicher. Hatte der irgendwie ein Problem, die Wahrheit zu sagen? Ich glaube ja. Naja, auf jeden Fall waren seine Aussagen nicht immer so klar, wie sie hätten sein können. Definitiv nicht. Was auf der einen Seite witzig ist, auf der anderen Seite war es sehr irritierend. Ja, es hat ihn zum Fragenquatscher gemacht. Faszinierend. So, halt wir Tritte beginnst lieber. Aber red mal noch zu Ende, der muss erstmal sich da reinquälen. Faszinierend, was für Gestalten rumrennen. Oh, hallo. Mann, wieso stehst du nun hinter der Bar? Darf ich dir, also willkommen in der Bar und darf ich dir ein Getränk anbieten? Wieso stehst denn du hinter der Bar? Weil er mich gefragt hat, ob ich ihm aushelfen kann, kurzzeitig. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt nichts aushandeln? Ich meine,
Das ist ja ein noch beschissenerer Handel. Du machst einfach was. Na gut. Ja, ich kann hier frei saufen, also so ist auch nicht. Also hast du was ausgehandelt? Naja, vielleicht. Es war von einer halben Stunde die Rede, also insofern müsste er bald wiederkommen. Genau. Hat er das gesagt, ja? Ja. Hat er gesagt. Und ich muss bis dahin betrunken sein, weil sonst hat sich's nicht gelohnt. Und wenn der Sato jetzt aber einen Schmetterling sieht, oder einen schönen Jungen, oder einen Dönerladen, oder einen Do-it-yourself-Fahrradreparaturshop, oder einfach alles, dann ist dem halt so. Dann können wir gehen. Es war von einer halben Stunde die Rede. Na gut. Er nimmt sich erstmal ein paar Barhocker und wuchtet die unter sein Hinterteil. Ah, schön. Doch, gib's mir mit dem Bier. Ja, dann gib mir gleich mal hier, gib mir eine Stimmung. Ich greif ohne hinzugucken hinter mich. Jupp. Duck. Das ist praktisch, dass man das weiß, wo die Dinger liegen. Sicherlich, wenn man, ja, klar. So, David. Ich habe vor uns ein Schreiben erhalten, das offenbar die Statuten der Necropost besagen, dass eine, dass ich nicht für dich bezahlen kann. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist es. Ich überleg mir, was wir mal das machen. Krieg mal irgendwie hin, denke ich. Ja, aber gebt mir mal trotzdem eure Telefonnummern. Also eigentlich nur du, David. Klar. Ich hole mein Handy raus. Er nimmt sich einen Schreibblock. Nee, da drin hast du kein Handy. Aber die kannst du ja wohl auswendig. Nö. Kannst du deine Handynummer nicht auswendig? Sophie kann sie bestimmt auswendig. Ausgezeichnet. Ich nehme einfach mal an, ja. Sophie diktiert sie ihm. Aber die halländische Vorwahl ist 0345. Handynummer. Wieso habt ihr kein Telefon? Weil es nicht notwendig ist. Wieso nicht? Naja, mein Handy habe ich immer dabei, außer, naja, jetzt, weil, keine Ahnung. Machst du da jetzt alles mit dem Handy oder was? Mhm. Ja, gut, dann also nehmen wir das. Du kannst mir quasi auch elektronische Post schicken und so weiter und so fort. Kann ich ja Bilder anrufen. Ja, das geht auch. Bilder könntest, schicken? Wozu soll ich dir ein Bild schicken? Naja, um mir was zu zeigen. Oh, du kannst zum Beispiel auch richtig cool einen Videoanruf machen, dann kann ich dein Gesicht sehen und du kannst mein Gesicht sehen. Dafür bräuchte ich ein Handy, dass das kann, ne? Ja, das ist richtig. Na, ich dachte eher daran, dass ich irgendwie mir die nächste Telefonzelle suche und dich von dort anrufe, weil... Dann solltest du dir dringend ein Handy besorgen, denn Telefonzellen gibt's so gut wie keine mehr in der Stadt. Am Bahnhof hast du noch ein oder zwei. Ach, scheiße, das ist ja ewig weit weg. Kriegen wir alles hin. Vielleicht gehen wir doch noch shoppen. Nee, das machen wir nicht. Wir besorgen dir sonst ein Prepaid-Handy oder sowas. Oder wenn du ihm eine Nachricht schicken willst, sagst du mir Bescheid. Oder schickst du mir die Nachricht und ich schicke ihm dann eine SMS oder sowas. Ja, wir tüfteln da was aus. Das kriegen wir schon hin. Ich bin auch zuversichtlich. Gut. Euren Viech dann jetzt gut. Ich glaube, wenn kein Mensch in der Nähe sind, dann werden die erstmal anfangen, Nutrias zu jagen. Aber die Population ist wohl ausreichend groß. Das kann durchaus passieren, ja. Und die Nutria-Puka werden schon
werden schon gucken, dass das einigermaßen klar geht. Er macht sich jetzt erstmal ein Pfeifchen an. Pro Puka. Wir hatten gerade so einen Vogel hier. Der redet komisch. Das stimmt. Wenn ich das mal sagen darf. Kann das sein, dass sie irgendwie ein Problem mit der Wahrheit haben? Das ist Ansichtssache. Ich würde sagen, kein Puka würde dir sagen, dass er ein Problem mit der Wahrheit hat. Deswegen habe ich nicht gefragt. Die Wahrheit ist so ein dehnbarer Begriff auch, ne? Ich glaube, und so steht es in manchen Büchern da, die Wahrheit ist einfach ein bisschen langweilig für die. Weißt du, die könnten dir halt sagen, da vorne links geht's zum Kaufland. Die könnten aber auch sagen, da vorne links vorbei am Drachen, aber hüte dich, heute früh hat er nur ein einziges Wiese gegessen und das schmeckte nach Einhörnchen und deswegen ist er heute wirklich, wirklich nicht gut gelaunt und wird er vermutlich ein Rätsel stellen und dieses Rätsel lautet, was läuft morgens auf vier Beinen, mittags auf zwei und abends auf drei. Und dann würdest du vermutlich sagen, Mensch. Dann würde der Puka vermutlich sagen, das ist falsch. Die Antwort lautet ein bulkatatischer Vierbein-Otter. Weil er nämlich vier früh Pantoffeln trägt und mittags zwei Straßenschuhe und abends hat er aber nur, also hat er nur drei Schuhe, das ist hier Abendgarderobe-Schuhe und du verstehst, worauf ich hinaus will. Ja. Die sagen nie die ganze Wahrheit. Oder sie sagen mehr als die ganze Wahrheit. Oder ich fürchte sogar, dass sie manchmal die reine Wahrheit sagen, wenn sie sich zu 100% sicher sind, dass du sie nicht glaubst. Schön. Die machen viel Schabernack. Sind so, die werden betrachtet als die fröhlicheren. Aber da würde ich vorsichtig sein. Ich meine, du erwartest natürlich nichts Schlechtes, wenn du so ein Eichhörnchenjungen siehst, weißt du, mit flauschigem Fell und großen, großen spiegelnden Augen, aber der Gockel, der hier war, ich weiß nicht genau, was bei dem früher abging, aber der geht gern ins Krankenhaus auf die Geburtsstation, vertauscht Kinder und verzaubert die Leute so, dass sie es dann nicht merken. Ich meine, es ist uralte Tradition, Feenkinder eigentlich in Menschfamilien zu schmuggeln, also Wechselbälger und die Menschenkinder mit in deine Freistadt oder an deinen Hof zu nehmen oder so. Und dann irgendwann wirst du sie vermutlich auch wieder los. Aber ja, ist heute nicht mehr so häufig praktiziert und der macht da auf jeden Fall. Einmal hat er sein großes Kunststück vollbracht und hat ein dunkelhäutiges Baby bei einer weißen Familie untergebracht. Und erstmal hat das keiner der Umstehenden irgendwie bemerkt. Und dann irgendwann, ich glaube nach einem Jahr und einem Tag, also quasi ungefähr zum ersten Geburtstag des Kindes dann auch, sagte der Vater, sag mal, hast du mich betrogen? Und da war auch Ende. Okay, das ist hart. Das kann sie auch schlecht erklären, dass es nicht ihr Kind ist. Nee, die wussten beide, dass es ihr Kind sind. Das galt immer noch. Also, er konnte es natürlich dann noch nicht mehr glauben, aber irgendwie, na, ist auch egal. Auf jeden Fall, was sie manchmal als Spaß betrachten, ist nicht zwingend für jeden witzig. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Naja, ich muss noch ein Bierchen trinken hier. Willst du dich jetzt wirklich besaufen, oder was? Naja, mindestens ein Bier muss ich jetzt umsonst kriegen, also. Also zwei. Du
Pass auf, kann sein, dass du ein bisschen schneller betrunken wirst als sonst. Ja. Ich habe das eine, habe ich... Hier steht noch eins, nimm doch das hier. Sie schiebt ihm das Bier hin, was der Gockel ihr vor die Nase gestellt hat. Ja, ich wollte eigentlich normal trinken, aber hey, warum auch nicht? Dann auf den Braumeister. Ich nehme halt ganz kleine Schlucke. Und kann auch sein, dass wenn du hier betrunken wirst, dass du da ein bisschen zügelloser wirst als sonst vielleicht, wenn du betrunken bist. Okay. Das ist ich meine, wenn dir ein bisschen Kontrollverlust gut gefällt, klar. Muss halt auch jeder für sich wissen. Meinst du, das ist die Satyr-Aura, die da noch mitschwingt? Das könnte sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich würde vorsichtig sein, wenn so eine richtige Satyr-Fete da... Da hält keiner mehr an sich. Vor allen Dingen, wenn sie anfangen halt irgendwie Musik zu machen, vor allen Dingen, wenn es mehrere sind. Ich meine, das ist auch mal so zum Hochsommerfest. Meistens ist das oder zum im Frühjahr irgendwann. Wenn da so ein Trago, also viele Satyren auf einmal kommen, die dann durch die Lande ziehen, wenn die hier ankommen und dann mal eine Riesenfete machen. Den einen Tag dann mal ohne nicht die Sau rauszulassen. Das ist schon gut, aber da ist das ja noch irgendwie akzeptiert von allen. Da lässt dann wirklich jeder mal so. Da hören die Slur dann mal auf, dich zu siezen und so, weißt du? Da knöpfen die dann die obersten Knopf vom Hemd auf. Und dann fange ich mal an, schallend über jeden, dann werde ich albern oder so. Oh, ich glaube, das ist was ich sogar gerne mal miterleben würde. Sie schmunzelt ein bisschen. Das klingt irgendwie witzig, ja. Es kann natürlich sehr positiv sein, das mal einmal im Jahr zu haben. Ja, na klar, es ist das. Ich meine, du gehört ja dazu. Also entweder Tag und Nacht gleiche kommen sie. Oder Beltane, also 2. Mai. Oder zum Hochsommerfest, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Kommt auch drauf an, was das für ein Trago ist. Wenn da jetzt viele Sommersatyren dabei sind, dann kommen die natürlich eher zum Hochsommerfest. Was ist ein Trago? Das ist quasi umherziehende, viele Satyren, die durch die Lande ziehen und... Keine Ahnung, was die eigentlich für eine Herde. Haben. Ja, klar. So was. Keine Ahnung, was die für eine Agenda haben oder so, aber die kommen halt in die Stadt. Und je nachdem, was es für eins ist, ist es entweder mal ein paar Tage ausgelassenere Stimmung und weiß ich nicht, ein paar Penner mehr am Bahnhof. Aber andere? Keine Ahnung. Dann wären ein paar andere Gelüste frei. Vielleicht auch bei den Menschen, die sie umgeben. Das kann schon noch mal ein bisschen übel werden. Erinnerst du dich an Köln Silvester? Das ist natürlich dann nicht so nett. We will see. Ich meine, es war dann einigermaßen Glück, dass einfach ein Haufen dreckiger Rassisten sich das dann so zurechtgedichtet haben, dass es dann irgendwie die Ausländer waren und nicht die Feen, weißt du? Denn du denkst ja nicht, dass er irgendwie eine Volksgruppe einzeln losgelegt hat. Da waren aber alle am Start, die dann in der Nähe waren. Da ging's gut ab. Und ich meine, das, was da an Nachrichten waren, war halt auch einfach nur der Anfang. Okay, da ist noch mehr passiert. Naja, was haben wir? Kennst du denn Leute mit dunkleren Gelüsten, die dann ans Tageslicht kommen? Gerade die Schweigsamen, die Ruhigen, die dann plötzlich richtig ausrasten? Wie dann jemanden zu Tode prügeln zu dritt oder so?
Yay. Ich meine, das ist ja in den Menschen und das ist in den Feen drin und das wird dann, das kommt dann halt raus. Das, was du dein Leben lang zurückhältst, keine Ahnung, ist nicht immer was Schönes. Oder vielleicht auch nur ein Teil, der halt der Teil, der dann von dem Trago angesprochen wird, aber muss mir ja keine Illusion machen, dass sowas nicht mit in dir drin ist. Das ist wahrscheinlich eine oder andere Art. Ja, das ist wahrscheinlich mit allen mit drin. In mir ja nicht. Naja, wahrscheinlich schon. Nur ein bisschen tiefer vergraben, oder? In mir nicht. Da ist, also wenn die dann vorbeikommen, dann wird meine dunklere Seite des Edelmuts kommt dann raus. Also ich helfe dann einer alten Oma über die Straße, aber nur bis zur Hälfte oder so. oder sowas. So, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Schloss. Also du trinkst hier noch dein Bier aus, was du unbedingt wolltest, ja. Jo, möchtest du auch noch was? Lass mal, danke. Ich sehe hier gerade noch so ein paar Erdnüsse. Greife ich noch mal rein ins Schälchen. Kannst du gerne machen, du kannst natürlich auch gerne ein neues Schälchen haben. Ach Quatsch, das steht ja hier noch da. Musst du jetzt nicht wegkommen. Ja, was der Puka nicht in seinem Schnabel hatte. Ja gut, wird schon ein sauberer Schnabel sein. Mein Jan. Ist ja nett gedacht. Machen wir erstmal ein Päuschen, Kinder. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. So, ihr Kleinen. Weiß ich nicht. So, hier steht's auch. Schicksal und Wahrsagerei und so ein Shit. Das ist ja für Feen eher ein wichtiges Thema. Die meisten glauben ja auch an ein persönliches Schicksal, ne? Also an ein festgelegtes, mehr oder weniger. So, das bietet natürlich ein paar Probleme, vor allen Dingen mit dem ganzen Orakel-Shit. Erstens, als SL wirst du meiner Ansicht nach immer irgendwas verkacken. Oder die Leute zu sehr in eine Richtung drängen, damit sie ihr komisches Schicksal, wenn du es ihnen etwa ausgibst, also vorhersagen lässt oder sowas, dass dann alles so passiert. Das ist halt dumm. Das ist schon deswegen dumm, weil du erst später dann irgendwann ja theoretisch den Gedanken kriegen musst, dass egal was du tust, es egal ist. Weil du solltest ja offenbar scheitern oder eben auch nicht. Und dass es halt auch für alle NSC eine zwingende Kausalität gibt. Also, ich musste den jetzt treffen. Ich musste den mögen. Irgend so ein Shit. Das ist natürlich nicht so toll. Denke ich. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das mit dem Schicksal so. Jede Person hat irgendwie einen Schicksalsfaden. Und die sind dann halt miteinander verknotet und überschneiden sich und so weiter. Aber es gibt keine direkte Festlegung, was mit dir an welchem Zeitpunkt deines Lebens passiert, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, sodass sich dieser Faden an dem Punkt, wo Gegenwart und Zukunft sich treffen, man nennt diesen Punkt ja gerne auch jetzt, sich aufspaltet in viele kleine Fädchen. So. Das heißt, Sophie könnte vorhersagen, was passiert, wenn jemand wie bisher weitermacht, was dann mit ihm passiert oder was passiert, wenn jemand eine bestimmte Entscheidung trifft. Das ist, denke ich, okay. Ne? Weil er hat das immer noch einigermaßen Relevanz, was sie erzählen könnte, aber es ist halt nicht so, dass sie sagen kann, das wird in 10 Jahren wirst du sterben, weil dir ein Klavier auf den Kopf fällt. Das wäre irgendwie dumm. Ne? Schön. Zweitens, Puka sind monströs anstrengend. Zumindest, wenn man nicht einfach immer das Gegenteil von dem erzählen will, was man meint. Aber witzig. Aber scheiße anstrengend. Und ich weiß, Changeling ist fucking rassistisch. Aber was soll ich denn machen? Ich muss es jetzt so nehmen. Ist halt so. Jüd. Ab jetzt, ich habe wieder Internet,
Vermutlich wieder 2 Folgen pro Woche, aber jetzt für die kommende Woche vermutlich nicht, weil ich nochmal weg muss. Nach Dresden. Gut, tschüss.